Theresas Stahlgeflüster wird Ihnen präsentiert von Likra Tierernährung. Ja, so ein horgliche Gors, ein Spruch, den in Oberösterreich wahrscheinlich die meisten kennen. Was es damit auf sich hat, das werden wir heute erfahren. Denn für die neue Ausgabe von Stallgeflüster sind wir im Peilstein im oberen Mühlviertel. Und auf diesem Hof, da wird richtig viel gemeckert. Denn die Junglandwirte Viktoria und Jürgen, die halten hier über 230 Ziegen. Mitten im Mühlviertler Hügelland liegt das Oberedergut, ein Familienbetrieb, der biologisch geführt wird. Die Ziegenhaltung wird in Oberösterreich immer beliebter. Gut die Hälfte der gesamten Ziegenmilch in Österreich kommt aus unserem Bundesland. Über 19.000 solcher Vierbeiner sind bei uns zu Hause. Und vor gut 3 Jahren sind auch auf diesem Hof einige davon eingezogen. Das sind sogenannte Sahneziegen, kommen ursprünglich aus der Schweiz, aus dem Berner Oberland, und die sind bekannt für ihre Milchleistung. Viktoria, ihr seid ja noch nicht so lange im Ziegengeschäft, kann man sagen, oder in Ziegenmilch, bei der Ziegenmilchproduktion dabei. Was war denn für euch der Grund, dass ihr gesagt habt, ihr baut jetzt einen Stall und es werden Ziegen und keine Kühe mehr? Ich habe einfach nur die Anbindehaltung kennt, die Kühe sind da konschriert, haben das Geld hinein, und dann bin ich in den Ziegenstall reingegangen und habe gesehen, wie die leben dürfen auf Stroh und sich einfach frei bewegen und ja, einfach den Auslauf, was sie haben, und die Beschäftigungsmöglichkeiten, und habe mich einfach komplett schockverliebt in die Tiere. Ihr habt einen sogenannten Smart-Stall, also da herinnen könnt ihr alles übers Handy per App steuern, entweder da oder von egal wo ihr seid, also von überall aus. Was kann man denn da alles machen? Wir haben das Licht da drüber rein, dann die Curtains, die Beschattung. Wir haben auch die Heizung drüber laufen. Und unser Stall ist zum Beispiel jetzt so klug, dass wenn jetzt ein Sturm kommt, wir haben im Stall eine Wetterstation am Dach. Und wenn der jetzt einen Sturm mäht und einfach eine gewisse Geschwindigkeit vom Wind erreicht wird und die Curtains sind zum Beispiel offen und wir sind nicht daheim oder kriegen das nicht mit, was auch immer, dann macht der Stall automatisch zu. Auch die Tore können die Jungbauern über ihre App steuern. Wenn sie also gerade unterwegs sind, ist es auch möglich, die Tiere in den Auslauf zu lassen. Ich habe es anfangs erwähnt, so eine horgliche Gors. Das kommt ja nicht von irgendwo, sondern die Ziegen sind tatsächlich beim Futter sehr horglich. Sie fressen nicht alles. Also sie suchen sich schon die Blätter und das Beste einfach. Es ist halt auch kein typisches Weidetier. Sie suchen sie eher wie ein Reh, lieber ein Ost oder eben Nadelgehölz, ganz wichtig für die Ziegen. Aber sonst mit Heu und Silage ganz bestens versorgt. Heu und Silage kommen von den Wiesen rund um den Hof. Dazu gibt es noch 2-mal am Tag ein sogenanntes Brechert, also gemahlenes Getreide. Das ist ein zusätzlicher Energielieferant. Und alles, was die horglichen Ziegen übrig lassen, bekommen die Kühe. Eine perfekte Futtersymbiose also. Wir haben da vorher entdeckt, es gibt einen Ziegennachwuchs da im Stall. Und ich glaube, zu dem gehen wir jetzt kurz. Da schauen wir jetzt wieder. Hallo, Clara. Ready. Hey. Wir holen uns den kleinen Freddy. 4 Tage ist der Babyziegenbock erst alt. Eigentlich wollten wir im Stall plaudern, aber die Ziegen haben einfach zu viel Gefallen an meiner Jeans gefunden. Ich will fressen. Wie ist das? Ja, ich glaube, wir machen es. Die Küfin an mir. Wir bringen uns von den neugierigen Ziegen in Sicherheit. Freddy kommt aber mit. Den jungen Mann lassen wir so schnell nicht mehr aus. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder safe. Jetzt werden wir nicht mehr gefressen rundum. Genau, es gibt bei euch eine Decksaison und eine Kitzsaison. Was bedeutet denn das? Genau. Die Decksaison, die startet so September, Oktober, je nachdem, wie die Damen sich das dann vorstellen.
Da kommen auf jeden Fall die Böcke, Manni, Alberto und Kurti, zum Einsatz. Und jeder Bock hat seine eigene Herde dann. Deswegen haben wir auch die verschiedenen färbigen Halsbänder. Also ihr habt für über 200 Ziegen 3 Böcke. Die haben ja ein Wahnsinnsleben, oder? Ja, sie haben im Herbst und im Frühjahr aussehen ein wenig mehr zum da. Dafür haben sie im Sommer dann Ruhe. Okay, also da haben sie dann eine Pause. Genau, da kommen sie dann auch aus dem Stall raus. Das ist auch ganz wichtig, dass der Geruch von den Böcken wegkommt von den Ziegen, damit sie im Herbst dann wieder sich freuen, wenn sie kommen. 150 Tage, also 5 Monate lang, tragen die Ziegen. Zwischen Frühjahr und Anfang Sommer kommen dann die Kitze zur Welt. Fredi ist heuer einer der Ersten. Und wenn er schon so gemütlich bei uns am Arm liegt, besuchen wir noch gemeinsam seinen Papa Alberto. Inzwischen der Stallgeflüster-Faktencheck. Fakt 1. Ziegen zählen neben dem Schaf und dem Hund zu den ältesten Haustieren der Welt. Vor mindestens 9000 Jahren begannen die Menschen, die Ziegen zu zähmen. Den Sagen nach wurde sogar der griechische Göttervater Zeus von einer Ziege aufgezogen. Fakt 2. Von wegen blöde Ziege. Sie ist das Tier der unterschätzten Intelligenz. Obwohl sie nicht ständig mit uns kommunizieren, stehen sie den Hunden um nichts nach. Sie sind neugierig, merken sich Tricks über Monate und passen sich schnell an ihre Umgebung an. Fakt 3. Ziegen sind schreckhaft. Besonders ausgeprägt ist das bei den sogenannten Fainting Goats, einer Rasse aus den USA. Sie haben eine Muskelkrankheit. Erschrecken die Tiere, kontrahieren die Muskeln und entspannen sich nicht gleich wieder. Sie fallen daher in einen ohnmachtähnlichen Zustand. Nach etwa 10 Sekunden stehen sie wieder völlig normal auf. Von den Fainting Goats wieder zurück in den Stall mit den Sahneziegen. Für uns geht's jetzt an die Arbeit. Es ist ja dann bald Zeit zu melken. Wie so ein Melkkarussell ausschaut, das ist ja so ziemlich eine der modernsten Anlagen, kann man sagen, ein Melkkarussell, gell, wie das dann funktioniert. Und ja, da dürfen wir heute mitgehen mit euch. Fredi darf wieder zurück zur Mama und seine ersten Kletterversuche wagen. Die Jungbauern starten inzwischen die Melkanlage. Sobald die Ziegen merken, dass es losgeht, stellen sie sich an. Jede will die Erste sein, denn im Melkstand gibt es Pellets, also eine Art Zuckerl für die Tiere. So, dann machen wir auf. Victoria gibt uns das Go, dann heißt es Klappe auf und losmelken. Also damit das Vakuum anfängt, muss es ein bisschen anheben und dann kommt es automatisch runter. Genau. Ja. Und dann nimmst du es so einfach und nicht voll abgegläschen. Also ich berühre es einfach da über so ein wenig. Ja, das heißt, das war es jetzt. Genau. Genau. Okay. Wunderbar. Dann hängt es schon so. Perfekt. Nächstes. Was ist der Vorteil bei dem Karussell? Die kommen einmal, ihr steckt sie an, die fahren quasi mit. Und wenn sie fertig sind auf der anderen Seite, können sie wieder rausgehen. Gehen sie wieder raus. Ja, der Vorteil für uns war einfach das Alleinmelken. Ja. Wir haben als Ziel 250 melkende Ziegen. Ja. Und dass man die in einem Melkstand, dann müsste der Melkstand so groß sein, dann braucht es schon 48 Melkplätze oder so. Mhm. Und das, da rennt es nicht mehr. 36 Ziegen haben im Karussell Platz. Diese fahren also eine Runde mit und sobald sie fertig gemolken sind, geht das Melkzeug automatisch herunter. So vermeidet man das sogenannte Blindmelken. Das schont die Euter. Etwa 2,5 Liter gibt eine Ziege pro Tag. Nach gut einer halben Stunde sind wir fertig. So, das Melkkarussell wird gereinigt, die Ziegen kriegen jetzt ein frisches Futter und wir haben da 1 Liter ganz, ganz frisch gemolkene Ziegenmilch. Und jetzt schauen wir mal, was man aus der Milch alles machen kann. Ich bin schon gespannt, wie es schmeckt. Für die Tiere gibt es noch eine Portion Futter und für uns eine Platte mit den verschiedensten Ziegenkäsearten. Camembert, Frischkäse, Schnittkäse. Eines haben die alle gemeinsam, die auffallend weiße Farbe. Das liegt an dem, dass da das Beta-Carotin fehlt. In der Milch gegenüber der Kuhmilch. Und deswegen ist er so strahlend. Sie schmeckt ein bisschen süßlicher wie eine Kuhmilch. Aber durch das, dass sie jetzt frisch ist, wirst du, denke ich, nicht so viel kennen. Wird nicht so viel anders sein? Nein.
Der typische Ziegengeschmack kommt erst, wenn die Milch schon einige Tage alt ist. Die ist übrigens auch ein Hausmittel gegen Hautkrankheiten, ist leicht verdaulich und hilft gegen Stress. Ja, wir werden uns da jetzt nur ein bisschen durch diese ganzen Ziegenkäse durchkosten. Und ja, Ihnen danken wir fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Stallgeflüster. Ja, und während wir noch am Stubentisch verkosten, fallen auch dem kleinen Freddy schon die Augen zu. Immerhin, ein aufregender Tag im Ziegenstall geht zu Ende. Theresas Stallgeflüster wurde Ihnen präsentiert von Likra Tierernährung.